Moin Moin, mein Name ist Heinrich Herr Löwe. Wir spielen Battlefleet Gothic Armada 2 mit den Tyranniden. Und hier geht's gleich echt zur Sache. Das Chaos greift die Space Marines an, oder die Imperiale Armee, das ist kein Space Marine Schiff. Und die Elder kommen dann auch noch dazu. Ich gehe mal auf Zug beenden. Ach ja, und die nehmen gleich unseren Sektor ein, aber auf den habe ich ja eh schon verzichtet. Wir wollen hier klare Kampflinien haben. Kein Durcheinander. Na? Ach, die brauchen noch eine Runde. Na, das Elderschiff geht? Oder geht nicht? Ah, da sind auch ganz viele Orks. Da will sich auch keiner anlegen. Und aber sie gehen los zum Moschen. Ja, ich glaube, für die sind wir auch alle zu schwach. Gehst mal hier hin. Hallo. Der hat mehr kleinere. Bewege ich dich mal. Ach, geht nicht. Ich kann dich nicht nach oben bewegen, weil da schon drei Stück sind. Tausch mal hier mal die Einheiten. Ob das Sinn macht zu warten, bis das Schiff weg ist? Aber das hat eine Verteidigungsplattform. Eine große. Ich weiß nicht, wie stark die ist. Aber zur Zeit können wir mit drei Flotten rein. Ich glaube, wir warten eine Runde. Und dann gucken wir. Bauen können wir hier nichts, ne? Wir können zwar noch eine Mission machen, aber von der lasse ich nochmal die Finger weg. Können wir ein Schiff bauen? Ich glaube nicht. Ja, es ist kein Brutnest oder was das war. Genau, wir haben ja keine Strukturpunkte. Das heißt, hier kriegen wir nichts aus dem Sektor. Wir müssen eigentlich ganz nach unten, genau. Er ist hier auch voll ausgerüstet. Die Space Marines. Da brauchen wir echt große Flotten, um die platt zu machen. Und die haben wir noch nicht. Schade. Soll ich mal Zug beenden? Ja, das Chaos kämpft jetzt dagegen die Imperiale Armee. Die ziehen ja komplett durch. Und da kommt jetzt 1500 Punkte Elder? Von wo? Einfach mal aus dem Warp gesprungen, oder was? Ja, das war ein leichtes Spiel. Und die verstärken sich gleich. Jawohl. Geschwächt. Ah, die Orks wollen auch weiter. Und da kommt auch von irgendwo wer her. Das ist doch scheiße. Da können die ja immer irgendwie in irgendeinen Sektor reinspringen und die das alles durcheinander machen. Durcheinander bringen. Die Sektoren, die wir gesichert haben. Das ist natürlich richtig ätzend. Oh. Ja, gehen wir mal einen Sektor weiter. Boah, 1000. Nee, das sind nur 500, okay. Ah, nee, Elder waren 1500. Wisst ihr was? Mal schnell speichern.
Wir gehen einfach da jetzt mal rüber. Ich hoffe. Wo kann ich noch einen Anführer rekrutieren? Nee, geht natürlich nicht hier, ne? Ah. Scheiße. Ah, ich hoffe, das wäre jetzt nicht so was. Ich weiß nicht, wie stark diese Basis ist. Ich sag mal 400. Ja, 600 Punkte. Sagen wir mal 800 mit der Basis. Sagen wir 1000 mit der Basis vielleicht. Was sagt denn hier die KI? 1400. Ja, sicher. Sicher. Und wir haben auch fast 1400. Wir hätten hier einen rekrutieren sollen, aber da hätten wir erstmal wieder zwei Runden oder 20 Runden nach unten fliegen müssen in den anderen Sektor. Komm, wir machen es einfach. Wir machen es einfach. Das heißt, die werden gleich einen großen Vorteil haben. Wir haben einmal die große Basis und dann nochmal zur Verteidigungsplattform. Das heißt, wir müssen die Elder irgendwo hinlocken, wo wir sie zuerst sehen oder die halt quasi in die Falle gelockt sind. Die Elder müssen wir eigentlich immer in den Nahkampf kriegen. Wir brauchen Schiffe. Die halten, glaube ich, im Nahkampf nicht so viel aus. Können aber gut austeilen, bin ich der Meinung. Aber wir haben schon mal keine doofe Mission mit... Ah, ganz schlecht. Ist ja hier irgendeine Raumstation mit vier Waffenschutzplattformen. Ist ja der letzte Dreck. Und dann noch so gut hier. Eigentlich wollte ich hier hinfliegen, weißt du? Überall bist du getarnt. Nehmen sie einen das auch weg. Ist mir aber zu nah an der Waffenplattform. Tja, egal wie wir es machen, das ist einfach doof. Das Asteroiden, das ist fast mittig, das ist ätzend. Hier hätte ich am liebsten gekämpft, weißt du? Wir sind im Nebel, Asteroidenfelder. Und hier hinten ist nichts, keine Deckung. Das heißt, machen wir was Doofes. Ich weiß jetzt schon, dass es doof ist. Das wird sowas von doof sein. Ich teile meine Armee auf. Ich werde es bereuen, definitiv. Was haben wir hier? Torpedos? Tentakeln. Ah, der gute Tentakeln am Herr. Stachelpanzer. Und das ist dann halt diese schwache Fraktion, sage ich mal. Ja, die tauschen wir nochmal. So. Hier sind meine 1. Hier sind meine 2. Die 2 bitte einmal in den Nebel. Und ja, die 1 quasi in diesem ganz kleinen Nebel. Station ist einfach echt heftig. 18 Geschütztürme. Krass. Aber ich muss leider feige spielen. Können wir jetzt sagen, hey, hier sind wir? So, dass wir... Dass sie denken, dass sie hier jetzt die gleich sehen, identifizieren. Scheiße, gekennzeichnet. Natürlich voller Rotz. Den holen wir uns erstmal gleich hier. Bleib mal schön hier, mein Kleiner. Oh, der hat kein Schild mehr. Alle bitte Auto schießen.
weg. Da sind noch mehr Schiffe. Ah, die locken uns halt zur Festung, ne? Das ist scheiße. Weg, weg, weg. Die locken uns weg. Wird nicht besser. Automatischer Feuermodus. Dann aus. Der kriegt ja das gleich weg. Der Rückzug war doof. Hier ist noch so ein kleines. Nochmal Fresstentakeln. Komm mal her, Kleiner. Oh, der hat Glück gehabt. Der ist noch rechtzeitig entkommen. Power. Oh, da hat's ein Kollege zerlegt. Die Station ist einfach zu heftig. Kriegen die einfach nicht, die Schweine. Torpedos hinterher. Ah, die sind einfach zu schnell. Können wir gezielt schießen? Nee, ne? Kriegen wir noch? Jawohl. Dafür haben wir jetzt aber gut eingesteckt. Waffe beschädigt, das war's fast mit den Großen hier.
Haben wir Verstärkung bekommen und ich habe es nicht gesehen? Pause. Oh ja. Das hilft uns aber jetzt auch nicht weiter irgendwie. Ah, ich mache euch mal zu STRG2. Los, los, los! Jetzt ziehen wir mal zurück. Der ist nämlich gleich hin. Oh, wir warten generell auf Verstärkung. Suchen wir mal ein paar Torpedos, die noch zu verjagen. Bündeln wir unsere Kräfte. So, der wird verzögern. Ah, das war zu früh. Scheiße. Das war zu früh. Einmal ein bisschen weggefuttert. So, Schild kann langsam regeneriert werden. Da ist auch noch einer. Ah ja. Oh, ich habe es schon vergessen. So, einfach mal ein bisschen her. Du kannst ja nicht mehr gerade, ne? Na komm, das eine Schiff holen wir uns da auch nochmal. So, springen wir hinter ihn. Kann er schon mal nicht mehr so gut abhauen, ne? Ah, kann's trotzdem. Sackratte. Oh, Generator ist beschädigt. Weiter drauf schießen. Den holen wir uns. Es gab ein bisschen Kopfweh. Ah, er lebt immer noch. Alle Mann hinterher. Kannst du ihn nicht aufklären? Er müsste es gleich ge... Deck beschädigt, jawohl. Den haben wir. So. Ah ne, gar nicht. Bitte alle. Gesammelt. Ich weiß noch gar nicht, wie wir da vorgehen sollen, ey. Hätte das nicht getrennt sein können? Können die Tyrannidenschiffe sich nicht regenerieren? So an Hüllenpunkte? Wäre echt toll. Ich glaube, jetzt würden wir fast alle Schiffe verlieren, die wir haben, ey. Und ich weiß nicht, ob ich erst auf die kleinen soll oder gleich auf das große. Ich glaube, die Torpedos schicken wir auf das große, die große Basis. Und ich hoffe, dass wir da, ey, auch in diesem Sektor dann wenigstens Schiffe rekrutieren können. Wenn wir da nicht jetzt rekrutieren können, dann war das nämlich Ganze für die Katz hier. Mal so gesagt. Oh, der hat schon keine Waffe mehr. Oh, kann ich mit dir eigentlich auch nichts mehr anfangen, außer Selbstzerstörung.
Die, die Waffen haben, sind kurz vor dem Tod. Sieht ja echt gut aus. Und ich glaube, Reserve haben wir nicht mehr. Das sind jetzt unsere letzten Schiffe. Ah, diese Elder sind noch zu flink. Da brauchst du echt diese Fresstentakeln, damit sie nicht weg abhauen. Das ist echt nervig. Ich hasse diese Gegner. Und die Orks muss man auf Abstand halten. Ah, denke ich mal. Die werden bestimmt viel ran. So, bisher sind wir noch getarnt. Nein, das war's jetzt. Irgendwas wird gesichtet. Einzelne. Oh, nee, da. Gut, dann Feuer frei. Das Vieh mit den Torpedos. Oh, ein bisschen nach da fliegen. Ein bisschen so, ein bisschen mehr nach da. Feuer. Ich hoffe, dass sie nicht ankommen. Oh! Was sind das? Keine Shuttles oder was? Oh oh, Mutation. Super. Und nicht super. Die haben mit einem Schlag einen von unseren Jägern platt gemacht. Hä, warum beschützt er sich selber? Na, das Wrack explodiert gleich. Das kriegt die Basis, kriegt dann Schaden hoffentlich. Jawohl. Muss näher ran. Das ist nur der. Auch du musst näher ran. Waffen beschädigt. Der Nahkampf hat was gebracht. Mutation. So. Der Kleine ohne Waffen. Oh, Mutation. Gut, das ist ein treibendes Wrack. Du musst da weg. Nein! Ich hab den gerammt, ich Idiot! Ah, es explodiert nicht. Okay. Ich glaube, das Große macht gleich mächtig Badabum. Die haben dann nicht die Leute gekillt. Aber irgendwie nicht. Ja, das habe ich mir gedacht. Los, weg, 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 weg. Nicht zusammenstoßen. So, das heißt, immer erst die große Raumstation platt machen. Ah, die Raumstation nimmt er ja auch. Achso, ihm stört's aber auch, okay. Wer hatte diesen Void? Hast du den Void? Nein. Seine Schilde sind nämlich gleich wieder da. Allermann, Attacke! Lass diese Elder sterben. So.
Noch 5 Einheiten. Ah, die Tyranniden sind gar nicht schlecht als Nahkämpfer, ne? Wenn wir sie rüberschicken. Und schon haben wir ein treibendes Wrack und das müssen wir uns merken, wir müssen mehr in den Nahkampf. Ja klar, sind Tyranniden. Sollten ja eigentlich die besten Nahkämpfer sein, weil sie einfach so viele sind. Sieg, ein teurer Sieg, würde ich sagen. Ein richtig teurer Sieg. Ich glaube, wir haben bestimmt eine Flotte verloren, mindestens. Also von diesen fast 1000 Punkten oder über 1000 Punkten, die wir hatten, ist fast mindestens 50% weg. Wenn nicht sogar mehr. Ja, 2 Flotten verloren. Nee, gar nicht. Anführer. Oh, wir haben eine Errungenschaft. Flug bereit bekommen. Ein Schiff verloren. Ja, Anführer. Das sind 4. 5. Okay, aber wir haben noch 3 Flotten. Wir müssen sie nur... Ja, 2 brauchen halt einen Chef. So. Ruhmrang 4. Das heißt, eine Befehlskapazität haben wir mehr. Wir dürfen jetzt Flottenkapazität von 550 haben und Führung bei 825. Das heißt, wenn wir mehr Einheiten haben, können wir die auch gleichzeitig führen. So. Ich will gar nicht... Ja. Genau, hat zwar nur 3 Strukturpunkte, aber wir können jetzt hier Schiffe bauen. Das ist ganz wichtig. Ganz wichtig, ganz wichtig, ganz wichtig. Diesen schwach, die Orks werden die gleich noch schwächer machen. Und wir haben einen Upgrade-Punkt. Was können wir machen? Das Schiff erhält 20 Panzer gegen Torpedos und Bomber. Eskortschiffe und Linienschiffe. Mehr Körperpunkte. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Blitzschlag ist besser. Gehirn. Schlachtkreuzer erhalten die synaptische Kontrolle, damit die Moral bleibt. Sporfelder, die durch den Befehlsporn Explosion erzeugt wurden, erhalten eine Scanreihenweise. Ach, das braucht kein Mensch. Solange das Schiff in der Nachladenstellung befindet, wird dessen Schildregeneration um 100% erhöht. Das heißt, wir müssen häufiger auf Nachladen klicken und regenerieren damit auch unser Schutzschild. Das ist ja gar nicht verkehrt. Also wir nutzen ja den Schutzschild eh schon sehr häufig durch Mutation. Wäre aber irgendwas Cooles, wenn wir die Strukturpunkte wieder kriegen würden von den Schiffen. Oder Rumpfpunkte. Solange das Schiff weniger als 50% der Rumpfpunkte übrig hat, hinterlässt es eine Spur, die feindliche Schiffe um 25 Schaden pro Sekunde zuführen. Das ist auch nett. Erhöht den Schildwert. Geschwindigkeit interessiert mich eigentlich nicht. Torpedoschrei. Katze, das ist kein Kratzbaum, das ist ein Stuhl. Aus Leder. So, komm mal her, du bist auch so ein kleiner Tyrannide. So ein kleiner Frechdachs. Jagdinstinkt. Pyrosäurewaffen, 50% mehr erhöht. Korrosionssalben. Wir könnten auch irgendwas gebrauchen, was uns dann später mehr Carnifex bot. Die Chance auf einen kritischen Angriff des Schiffs wird um 10% erhöht. Noch mehr Körperpunkte. Das heißt, wir könnten echt die Kleinschiffe verbessern. Aber ich sehe hier nichts, was uns irgendwie mehr... Wie war das hier? Strukturpunkte, Rumpfpunkte gibt's. Das meiste ist alles so... Ja, ich hätte auch mehr was gegen Rammschaden, so bessere Waffen oder so, keine Ahnung. Abklingzeit, Manöver, Eile, das interessiert mich nicht. Geschwindigkeit, also Antrieb lasse ich komplett weg. Rumpfschwärme. Ein zusätzliche Landung und... So, ich glaube, dann geben wir halt... Reichweite von Bioplasma-Waffen wird um 4500 Punkte erhöht. Das ist eigentlich auch nicht blöd.
Ach, hier gibt es noch irgendwie, wenn man das gemacht hat, dann kriegt man da noch was? Opus Delicti. Linien, Eskortschiffe. Eskort- und Linienschiffe. Die Linienschiffe können wir echt. Und die Eskortschiffe um 100 und die Linienschiffe um 200 Punkte, Körperpunkte erhöhen. Ich glaube, das machen wir mal. Das machen wir mal. So. Können wir dir einen neuen Anführer verpassen? Hier, du kriegst als erster. 230 Ressourcen. Echospore. Psy-Schrei ist nicht verkehrt. Sabberkanone. Echospore. Diese ganzen Aufklärungssachen. Also wir sehen ja meistens, wo was ist, aber der Psy-Schrei scheint echt teuer zu sein. Oder warum ist das Schiff so teuer hier mit den 200 Punkten? Dann nehmen wir einfach mal den. Und hier brauchen wir auch einen Anführer. Und dann sind wir schon fast pleite. Dann nehmen wir den mal mit der Sabberkanone. Der hat diese Void-Geschichte. Das heißt, wir konnten uns, glaube ich, vorspringen. Und dann können wir vielleicht dann so eine Kombination machen. Vorspringen und dann Sabberkanone. So. So, mehr können wir nicht machen. Mehr können wir nicht machen. Wir müssen das Chaos da unten noch besiegen. Und dann brauchen wir einfach mehr Punkte. Und das haben wir gerade nicht. Im Gegenteil, wir machen noch ein Minus jede Runde. Ah ja, die Space Marines wollten auch noch kommen. Haben wir nicht irgendwie noch ein Schiff runtergeschickt, oder wie ich es? Nee. Dachte, ich hätte hier noch irgendwo was. Na gut. Ah, die schwächen sich da. Oh, die Space Marines haben gewonnen. Ja, da kommen einfach mal so ganz viele Elder und dann sieht es ganz schlecht aus. Wir müssen auch unsere Planeten irgendwie besser befestigen. Sektoren meine ich. Wenn da auch mal so 1000 irgendwas kommt. Super, um 2 erhöht. Tja, keine Punkte mehr. Keine Punkte. Schiffe beschädigt. Bis auf die 9. Wir könnten hier noch das Chaos ganz schnell platt machen. Und in wie viele Zügen kommen die Orks? Und 500 Punkte Orks in 2 Zügen. Oder wollen wir erst warten, bis die Orks da sind und die das Chaos kaputt machen und dann die Orks angreifen? Ich glaube, das ist schlimmer. Besser. Weil dann können wir uns in der Zeit regenerieren. Das Problem, was wir nur haben, wir haben keine Punkte mehr. Der Flottenunterhalt ist einfach zu teuer. Können wir Sektoren irgendwas verbessern, damit wir mehr Ressourcen kriegen? Und was passiert, wenn wir quasi ins Minus laufen? Hauen dann die Tyranniden ab? Geht die Moral weg? Wir können ja nichts verbessern, oder? Nee, ist kein Upgrade da. Gut, das dann erfahren wir dann nächste Runde. Wenn die Tyranniden verhungern.
Also, wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Like, ein Kommentar. Auch ein Abo wäre sehr schön. Ansonsten haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.